Guten Morgen, 1. Dezember. Das ist so eine kleine Videoserie, die heißt 24 Tage im Dezember und die mache ich seit ein paar Jahren schon. Da geht es um Produkte, die im Ferntesten oder auch manchmal gar nicht so entfernt mit dem iPhone und dem iPad zu tun haben und die würde ich gerne hier vorstellen. Das sind Produkte, die haben sich angesammelt im Laufe des Jahres. Teilweise habe ich sie auch besorgt, die Produkte, extra für diese Videoserie. Und das Ziel ist, jeden Tag bis zum 24. Dezember ein Video online zu haben, morgens hoffentlich, Daumen drücken, mit Produkten, die irgendwie spannend sind. Es sind nicht unbedingt immer Empfehlungen, aber es sind zumindest Produkte, die hoffentlich irgendwie spannend sind. Und ich danke euch sehr fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen coolen Dezember und ich glaube, das wird ein Spaß. Starten wir doch mit dem Oloclip. Das sind zwei Kameraobjektive. Einmal Tele und einmal Weitwinkel. Lässt sich an die Stirnseite aufsetzen und holt beispielsweise Dinge näher ran oder bringt mehr Bild ins Bild. Das ist mal so abstrakt auszudrücken. Wenn man beispielsweise durch New York zieht, dann kriegt man die großen Gebäude mit einem Weitwinkel sehr viel besser ins Bild. Ich habe auf meiner San Francisco-Reise für Interviews das Tele genutzt, um nicht auf diesen digitalen Zoom zu setzen, der die Qualität dann doch erheblich nach unten zieht. Sitzt sehr eng am Gehäuse, lässt sich leicht aufstecken und wieder abnehmen, ist Kunststoff, aber sehr solide, verdeckt leider den Helligkeitssensor und kann man natürlich nur ohne Case verwenden. Der Oloclip Active. Ist das schief? Ist das schief?